wenn die Standardbaubeschreibung zusätzlich zum BLB-Vergleich aus dem Projekt ausgegeben wird. Diese Texte, alle nochmal vorne mit Standard-BLB stehend, sind in der Ausgabe, bitte Achtung, einmal auf rechts schauen, der Text wird ausgelöst, wenn alles so eingestellt, dass diese immer ausgegeben werden. Es steht auch extra in Klammern da, ohne Position. Das heißt also, diese Texte tauchen immer auf. Deswegen eben der Teil der dynamischen Baubeschreibung, der immer gleich ist. Sie finden das hauptsächlich am Anfang und am Ende des Dokumentes und halt eben bei der Standard BLB eben alle Texte, die sonst in der gedruckten BLB stehen, werden mit ausgedruckt. Bedeutet gleichzeitig eins, wenn Sie, was wir jetzt gemacht haben, eben zwei Baubeschreibungen hätten, dann wäre es bisher so gewesen, dass diese Texte grundsätzlich immer kommen. Das heißt also, Unterschiede, die sicherlich nicht bei allen Texten, aber bei einigen der Fall wären, wie zum Beispiel eben Leistungsumfang oder auch bei Energiethemen. Ne? Wir haben halt in der Schweiz andere Regeln mit der Minergiestruktur als in Deutschland. Solche Textausgaben waren halt über diese BLB-Variante ohne Position nicht möglich. Das, was jetzt mit der Version 25 ermöglicht wurde, ist, dass sie im Register erweitert im oberen Bereich der BLBs die Möglichkeit haben, Sie sehen, wir haben eben jetzt hier unsere zwei BLBs, Massivo und Schweiz, dass Sie über das individuelle Sperren, siehe bitte hier die Spalte individuelle Sperrung, in der Lage sind zu sagen, Sie können den Text für eine oder mehrere BLBs individuell sperren. Das würde also für diejenigen, die eben hier mit mehreren Baubeschreibungen arbeiten und diese Anforderungen haben, konkret bedeuten, dass die, ich sage ganz bewusst, wenigen Texte, die dann eben von Baubeschreibung zu Baubeschreibung, in unserem Beispiel eben von Deutschland zu Schweiz oder Deutschland zu Österreich unterschiedlich sind, dann würden diese Teile dieser Standard-BLB-Texte zweimal angelegt werden, das heißt einmal hier drauf gehen und dann entsprechend sagen, kopieren und dann gibt es einen Text für Deutschland. Dort wäre dann die BLB Schweiz entsprechend gesperrt und die Massivo oder Holzner, je nachdem, wäre entsprechend für Deutschland offen. Und der Text, in dem dann entsprechend die Variante für die Schweiz beschrieben ist, lassen Sie uns dabei bleiben, statt EEH eben das Thema Minergie, dort wäre dann eben die Deutsche gesperrt und die Schweizer wäre freigegeben. Und über diese Varianten sind wir halt damit jetzt in der Lage, auch diese gesamten Standardtexte, ohne dass da erst mit anderen Textauslösern gearbeitet werden muss, einfach an die Baubeschreibung zu hängen und damit aus der Kalkulation nicht nur Standard-BLB und oder dynamische BLB auszudrücken, sondern dies eben je angelegter BLB auch nochmal komplett zu unterscheiden, ohne dass dafür mehr Aufwand nötig ist als wirklich nur zwei Klicks.